Ja, ein Servus aus München nach Salzburg an diesem wunderschönen Abend. Ihr seht, ich bin heute in ganz besonderer Runde hier, lauter fesche Herren. Dazu später gleich mehr, aber zuvor mal danke, danke, danke. Was für eine großartige Überraschung. Ich bin sprachlos, das passiert meine ich nicht oft, aber freue mich natürlich sehr über diesen ganz besonderen Preis. Kind und Karriere, ganz tolle Kategorie. Und ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Leserinnen und Leser der Salzburgerin, an das Haus der Kreativen und allen voran natürlich die Familie Keindl-Hönig. Dann an die Jury und ein ganz besonderes Dankeschön auch an dich, Heidi Beckenbauer, dass du heute den Preis übergibst. Danke an meine Schwester, dass sie jetzt auf der Bühne steht. Sie hat im Vorfeld gesagt, ich hoffe, dass du nicht den Preis gewinnst. Tja, Ella Betsch, da musst du jetzt durch, nicht? Und ein Danke natürlich auch an die beiden Menschen, die eigentlich überhaupt dafür maßgebend sind, dass ich den Preis heute bekomme. Sie haben mein Leben auf den Kopf gestellt und das auf ganz wunderbare Art und Weise. Sie machen ja das Leben noch bunter und sie bringen mich zugegeben auch hin und wieder auf die Palme, aber das auch auf ganz charmante Art und Weise. Valentin, Paulina, ich liebe euch, ich bin unglaublich stolz, eure Mama zu sein, solltet ihr das irgendwann mal sehen, wenn ihr älter seid. Ja, und dass wir heute hier sind in München, das hat auch was mit Kindern zu tun. Laureus Board for Good Night heute hier. Laureus Board for Good ist eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, ja vor allem mit Sport, ihnen ein neues und vor allem besseres Leben zu schenken, ihnen Werte zu vermitteln und viele, viele andere Sachen. Und ich finde, dafür setzen wir uns einfach sehr, sehr gerne ein und wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön nach Salzburg. Es war schön, schönen Abend, genießt es. Auf Wiedersehen.